16 Bars TV, heute mit Sammy Deluxe und mit meiner Wenigkeit Vero. Hallöchen. Hallöchen. Ja, wir treffen uns heute, weil wir nicht nur über dein neues Album reden wollen, ja, sondern wir haben uns Folgendes überlegt. Und zwar gehen wir heute mal deine 6 Solo-Alben durch, die du ganz alleine unter Sammy Deluxe, unter dem Namen Sammy Deluxe, produziert hast, durch. Aber natürlich hast du auch, bevor du deine erste Solo-Platte gemacht hast, auch noch Musik gemacht. Und dazwischen auch noch. Deswegen haben wir ganz, ganz viel auch noch hier liegen. Alles, was dir manchmal dazu einfällt, bitten wir dich, das auch mal zu erwähnen. Sehr gerne. Und an dieser Stelle zeige ich jetzt auch mal, dass wir hier von HAV haben wir hier, ja, die haben uns netterweise deine Soloplatten zur Verfügung gestellt. Total cool. Und die haben wir natürlich auch physisch, teilweise auch nicht, weil ein paar, also sag ich mal die letzte, ne, die ist ja noch gar nicht im Handel. Ja. So, guck dir das mal an, das sind alles deine Soloalben, ey. In der richtigen Reihenfolge sogar, tatsächlich. Habe ich ganz schnell gerade noch gemacht, hast du gesehen? Also in der Tasche, das. Genau. Während du Product Placement gemacht hast. Oder? Genau, ist ja nett eigentlich, oder? Dass ja, man sowas noch kriegt. Nicht viele Sachen kriegt man, zum Beispiel, lass uns doch mal anfangen hier mit dem hier. Kannst du dich daran erinnern? Das ist das Alms Bush Tape. Ja, klar kann ich mich daran erinnern. Das war, damit fing alles so ein bisschen an, ne? Genau, das war, also hier steht 1998. 97 würde ich fast sagen, ne? Ich glaube auch, das war Ende 97 kam das raus. Und zwar war der erste Tag, an dem wir es verkauft haben, mein Geburtstag, 19.12.97. Da bin ich dementsprechend 20 geworden. 20, ja. Und da sind wir aufgetreten im Trockendock in Hamburg, was so ein Jugendzentrum war. Damals, die Location gibt es nicht mehr, das Trockendock an sich gibt es noch. Und die machen auch immer noch sehr, sehr viele Jugendkultursachen, Tanzkurse und Musikkurse und Graffiti und alles Mögliche. Also ein sehr, sehr cooler Verein, das Trockendock. Und da sind wir damals aufgetreten und hatten 100 von diesen Dingern gepresst. Also ich weiß nicht, wie man das sagt. Tapes presst man ja nicht, aber man brennt sie auch nicht wie CDs. Ich habe keine Ahnung, getaped eben. Ne? Haben 100 Tapes uns anfertigen lassen und die dann an der Show in einem Laden, wo vielleicht 300 reinpassen, auch direkt verkauft. Also das war irgendwie ein sehr, sehr schönes Gefühl an dem Abend, so Geburtstag zu haben und dann eben noch den ersten Tonträger, den man so hat, dann direkt auszuverkaufen, die komplette Auflage, auch wenn sie nur 100 waren, aber es war ein schönes Gefühl damals auf jeden Fall. Ich würde sagen, fast der nächste Schritt nach diesem Tape oder nach den Tapes war ja eigentlich dann dein Feature-Part bei den absoluten Beginnern und zwar haben wir da Füchse. Wir gehen Schritt für Schritt so ein bisschen zu deinem ersten Soloalbum. Erzähl uns darüber, über diesen Feature-Gast-Part bei dir, bei den Beginnern. Ja, Füchse war für mich so in der Entstehung sowas so, nicht sowas Besonderes im Sinne von, also das Feature zum Beispiel auf Max' ersten Album war für mich so ein Ding, wo ich wirklich, weißt du, 7 Stunden Zug fahren musste, um da hinzufahren und das erste Mal so gemerkt habe, weißt du, ich selber als Rapper bin es jemand wert, dass er mich für ein paar Tage in die Stadt zu sich einlädt, weißt du, und mir die Fahrt bezahlt und Hotel bezahlt und so. Und das war eher so, weil ich glaube, einmal haben wir bei Daniel eine Session gemacht und einmal irgendwie im Basement ein bisschen rumgeschrieben und dann sind wir raus aufs Land, auf dem alten Land, da wo die Äpfel herkommen. Da haben wir das aufgenommen in dem Studio von Matthias Afmann, der früher der Produzent und Mischer der Gruppe war, bevor Tropf das denn geworden ist. Und ich weiß, dass ich sehr krank war beim Aufnehmen. Ich glaube, ich sage auch irgendwie im Intro, da wo man nur das Sample hört, ding, 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 da sage ich auch irgendwie so, es ist viel zu kalt, irgendwie, weil ich hatte also erkältet und es war überhaupt nicht viel zu kalt, aber mir war die ganze Zeit viel zu kalt. Und das war auf jeden Fall so, das Aufnehmen und so erinnere ich nicht als so spektakulär, wo ich dann irgendwie gemerkt habe, dass es krass ist, weil als ich dann in diesem Baum saß, in 8 Meter Höhe und irgendwie der Kamerakram vor mir rumschwirrte, und ich so das erste Mal dann einen richtigen Videodreh quasi hatte für ein Lied, was dann ein paar Wochen später dann schon, damals gab es ja noch Musikfernsehen, ne? Und noch kein großes Internet. Und das war krass, weil irgendwie so der Moment war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich schon gemerkt habe, okay, irgendwie passiert irgendwas, weil diese Kamera schwirrte da vor mir rum und vor der Kamera ist ja immer diese Scheibe. Ich konnte mich auch selber sehen, immer so, boah, ich sehe derbe cool aus auf diesem Baum hier gerade. Und habe das irgendwie so voll gefeiert. So ein Baum da rumzusitzen, das sah eigentlich gar nicht so Rapstar-mäßig aus, aber irgendwie habe ich mich voll gut da oben gefühlt und ich glaube, die Leute, das hat man mir auch angesehen, so die Leute fanden das auch voll gut, so mein Part im Video, also sehr viel Fame durchgeerntet, denn sobald das Ding rauskam und ja, bis heute bin ich den Jungs eben sehr, sehr dankbar für diesen Song und dieses Feature, weil es eben nicht
so ein irgendeins. Es gibt jetzt nicht noch drei andere Songs auf dem Bambule-Album mit einem Feature, die so, so legendäre Tracks sind. Ne? So ein, auf dem Bambule-Album gibt's, ist jeder Song eh gut, aber die Hits sind eben hammerhart, mhm, und Füchse gefühlt sind so die größten Songs, größer als Liebeslied, glaube ich. So. Danach hast du ja auf jeden Fall noch mit Dynamite Deluxe noch was gestartet. Ich glaube, das war genau, das war die grüne Brille-EP, die Deluxe Sound System war noch vor deinem ersten Solo-Release. Also genau, Album war dann das erste richtige Album. Vorher gibt es noch diesen einen Tonträger, den habt ihr nicht mitgebracht, diese rote Dynamite Deluxe-CD, so ein rotes Ding, wo nur Classic Vinyl Files heißt die. Mhm. Weil wir haben nach dem Tape, was dann Ende... hier wäre jetzt die grüne Brille-EP. Genau, aber die kam ja erst hier nach. Die kam danach, genau. Das ist die dritte Single von dem Album hier sozusagen. Und dazwischen, zwischen dem und dem, sind noch zwei Vinyls. Einmal die Pures Gift mit der B-Seite mit Daniel Style Liga Session. Und dann noch diese schwarze Platte, die hieß, glaube ich, einfach nur Sammy Deluxe Maxi oder so. Also der war die A-Seite, hieß der Song auch Sammy Deluxe. B-Seite hieß der Song MCs. Und dann gab es irgendwie noch einen Song, der hieß Abführmittel. Ich weiß nicht, auf welcher von den beiden der drauf war. Und die haben wir dann, diese beiden Vinyls, die wir rausgebracht haben, nochmal zusammen auf diese rote CD gemacht. Und das war dann auch der Grund, warum wir überhaupt erst den Deal dann bekommen haben. Weil von den Dingern, diesen roten CDs, haben wir so 20.000, 30.000 irgendwie in ein paar, zwei Wochen verkauft oder so. Was für damals so sehr unglaublich war, für einen Untergrund-Rap-Act. Und dann haben wir den Deal bekommen, 99 unterschrieben, 99 das Album gemacht, Anfang 2000 kam das Deluxe Sound System. Jetzt überlegen wir mal jetzt von 97 an bis 2000. 2001 war dann der Moment, wo Sammy Deluxe endlich mal seine erste Soloplatte rausgebracht hat. Die können wir auch mal zeigen. Und zwar heißt sie auch dementsprechend Sammy Deluxe. Die erste Platte, die auch quasi unter deinem Namen läuft. Was war das für ein Moment für dich? Wie hast du dich dann entschieden, warum hast du dich entschieden, jetzt eine eigene Platte rauszubringen, nur unter deinem Namen? Ich glaube, es war so, dass, weil die Band Dynamite Deluxe bestand ja aus Dynamite Tropf und mir, und ich war aber so das eindeutige Sprachrohr der Band sozusagen. Die anderen beiden haben die Beats gemacht und Dynamite war live der DJ, Tropf der Mischer, und irgendwie war aber gefühlt, ich musste irgendwie gefühlt so die Last des Ganzen tragen, im Sinne von, weißt du, mich labern alle voll über, ja, ich bin der auf einmal bekannt ist, und irgendwie hat auf einmal diese Gruppenkonstellation für mich nicht mehr so Sinn gemacht, aber ich wollte eben trotzdem mit den Jungs arbeiten, deshalb das ganze Album hier ist auch komplett von Tropf und Dynamite produziert, aber irgendwie in der Gruppenkonstellation zu der Zeit, ich glaube, ich hab gemerkt, so, dass das für mich auch wichtig ist, irgendwie selber Entscheidungen treffen zu können, wenn ich mal von jemand anders ein Beat nehmen will oder so, dass es auch okay sein muss, weißt du, und dass ich dann nicht ein schlechtes Gefühl den Jungs gegenüber haben muss. Und es war dann auch auf irgendeine Weise eine gute Entscheidung, weil die haben, wie gesagt, das Album produziert, sehr gut, aber die zwei, drei Beats, die ich mir dann woanders ausgesucht habe, zwei waren von Sleepwalker und der eine von meinem Mann Ikambi. Und ja, der eine von den Sleepwalker-Beats war eben Weck mich auf, ne? Und hat dann auf jeden Fall sehr, sehr viel bewirkt. Ist Weck mich auf so dein erfolgreichster Hit? Kann man das so fast so sagen? Also als Song der und Single-Verkäufe auf jeden Fall, ja. Mhm. Würdest du so ein Album denn nochmal produzieren heute? Was heißt so ein Album? Naja, quasi von der Art, mit den Leuten, mit denen du zusammengearbeitet hast, mit den Ideen. Ist das noch ein Sammy, den du heute spürst? Also ich weiß genau, warum ich es gemacht habe, und ich finde auch sogar einige von den Songs echt noch gut. Live haben sich nicht viele durchgesetzt. Dreist spiele ich noch manchmal, So soll's sein, den mit Afrop, Weck mich auf, und das war's eigentlich. Wicked MC habe ich ein paar Jahre noch öfter gespielt, aber auch ganz lange nicht mehr. Und Beat und Rap habe ich jetzt gerade auf meinem 20-jährigen Jubiläum mit Dendemann gemacht, das war auch Hammer. Wir haben uns jetzt hier zum Beispiel notiert, dass du in der ersten Single Hab gehört, ja. Ich hätte Beef, also hab gehört, ich hätte Beef mit Kool Savas. Würde im Ernstfall vorne im Battle den Schwanz einziehen. Ach ja, angeblich habe ich sogar Beef mit ganz Berlin. Später hast du dich ja auch wieder mit, also sag ich mal, mit Savas zusammengerafft oder habt ihr auch zusammen gearbeitet und so. Aber was war das für ein Beef damals? Irgendwie dieses typisch, war das so städtebezifisch irgendwie wichtig für den deutschen Rap heutzutage?
Ja, es war wirklich einfach nur so, wie wir es als Hamburger mitbekommen haben, war es so echt so, dass die Berliner so rauskamen, also diese Savage-Clique, ich glaube, das war damals noch, wie hießen die? M.O.R.? Waren das die, ne? Oder? Ja. Und die hatten irgendwie so einen Auftritt bei der, was auch immer da die Show zu der Zeit gerade war. Ich weiß nicht, ob es noch Freestyle war oder schon World Cup oder irgendwie, weißt du, also irgendwie bei der ersten Show, wo die im Fernsehen waren, haben die auf jeden Fall alle irgendwas über Hamburg gesagt. Ich habe das nicht gesehen, aber dann dieses Ganze, darum geht ja auch der Song, hab gehört, um dieses ganze Gelaber drumherum. Es war auf jeden Fall so, dass an uns die ganze Zeit so von Leuten rangetragen wurde, so auf, ey, die haben euch gedisst oder die haben Hamburg gedisst und jetzt disst doch mal Berlin. Und ich so, wie soll ich denn Berlin dissen? Es ist eine Stadt mit ein paar Millionen Leuten. Kannst du nicht einfach eine ganze Stadt dissen ohne Grund? Und das war, ja, war einfach immer so diese Faktoren. Also es war mein erstes Jahr des Fames sozusagen, ne, zwischen dem Dynamite Deluxe Album und wo das hier rauskam, habe ich ja mein erstes berühmtes Jahr sozusagen erlebt und war eben sehr damit konfrontiert, dass alle Leute eben alles Mögliche erzählen und reininterpretieren und Situationen und auch eben Stresssituationen, die für sie am Ende gar kein Stress wären, weißt du, aber für uns natürlich, weißt du, wenn auf einmal es heißt so, dass das da total Stress gibt, dann ist natürlich auch ein ungutes Gefühl, in die Stadt zu fahren und wir hatten damit eben wirklich nichts zu tun, keiner von uns hat je irgendwie, also ich kannte die nicht mal, weißt du, bis ich davon gehört habe, dass die irgendwie schlecht über uns reden und das sind eben so Sachen, die im Hip-Hop natürlich häufig vorkommen, aber wenn man also unsere Zeit, die wir vorher hatten, diese ganzen Jahre zwischen 95, unserem ersten Gig und wo das rauskam, waren sehr Friede, Freude, Eierkuchen, weißt du? Also es war nicht viel Stress und Spannung in der Luft und dann auf einmal war man mit so vielen negativen Faktoren konfrontiert, die ich dann in diesem Song aber eigentlich relativ humorvoll verpackt habe. Also es war jetzt auch nicht so, dass mich mein Leben komplett ruiniert hat, aber ich fand es einfach erwähnenswert. Ja, dann lass uns doch einfach mal weitergehen. Genau, das packen wir mal weg am besten. So, jetzt zwischen Sammy Deluxe kam zum Beispiel auch ein wichtiger Meilenstein und zwar das hier. Guck dir das mal an, kannst dich daran noch gut erinnern. Ja, voll. Adriano, Brothers Keepers. Der Song war ein Tributsong für diesen Mann Adriano, der getötet wurde in Ostdeutschland von Nazis und da irgendwie auch am helllichten Tag und Tages, also Augenzeugen waren und irgendwie keine Aussagen wollte und das war echt so eine Sache, wo sich dann mal viele deutsche Künstler mit dunkler Hautfarbe zusammengetan haben, initiiert von den Bantu-Brüdern aus Köln, Ade und wie heißt der andere noch? Vergessen. Aber auf jeden Fall, die Jungs haben uns alle angeschrieben, also von Xavier, Desio hat den Beat produziert, Xavier hat den Hook gesungen, Flame ist drauf, Afrop, ich, Torch, also ich sollte mich natürlich als letztes nennen, aber es sind viele, viele, viele Leute auf jeden Fall auf diesem Song drauf. Ihr habt da schön ein Zitat, also ist auf der Coverrückseite und zwar, dieser Tonträger ist Alberto Adriano sowie allen anderen Opfern, Hinterbliebenen und Gejagten des täglichen rechten Alltagsterrors in Deutschland gewidmet. Ist ein schöner Satz, der steht hinten drauf und war für dich deshalb wichtig, weil das, oder für alle Beteiligten, weil es quasi über 220.000 Mal verkauft wurde. Das ist, kannst du dir sowas vorstellen? Gab es sowas mal als Semi-Solo-Artist schon mal in der Hinsicht, also in der Nähe? Ja, Weck mich auf hat auch ungefähr so viel verkauft. Das waren beides so Singles, die relativ nah auch aneinander rauskamen und beide so kurz vor, damals war Gold-Single 250.000, ich glaube heute ist Gold-Single bei 100.000 und die haben beide irgendwie kurz vor Gold gestoppt, aber auf jeden Fall ist ja trotzdem gut. Das hat viele Leute erreicht, dieses Lied und das Projekt bis dahin war auch dann sehr gut, dann kam auch noch ein Album dazu raus, wo viele von uns einen Solo-Song hatten, das fand ich auch noch gut und dann habe ich irgendwann aber auch gesehen, dass mir das danach ein bisschen gereicht hat, weißt du, so in irgendeiner Gruppe vermeintlich zu sein, deren einziger gemeinsamer Nenner ist, dass alle dunkle Haut haben, war mir irgendwie irgendwann zu platt, weißt du, weil ich fand viele von den Leuten da auch nicht jetzt Leute, mit denen ich sonst kollaboriert hätte vom Skill-Level oder so, also auch nicht, weißt du, ich will jetzt auch keinen Hayden oder so, aber das, weißt du, waren jetzt nicht, diese komplette Liste, die hier draufsteht, sind nicht Leute, mit denen ich sonst freiwillig unbedingt gerne einen Song gemacht hätte oder mich drum gerissen hätte zumindest. Und
deshalb war ich dann da irgendwann noch ein bisschen so auf, okay, ja, ist jetzt auch genug so, weil ich fand den Zweck irgendwie hat es erfüllt und da so lange hat es auch eine Meaning, solange wir alle zusammen für diese eine Familie eben Geld gesammelt haben, weißt du, und ein Zeichen gesetzt haben noch für ganz viele andere Menschen, aber sobald es dann zu sehr irgendwie dieses, ja, wie machen wir jetzt den Verein weiter, und dann habe ich so gemerkt bei diesen Gesprächen so, die Gruppe hat einfach weißt du, hat zu wenig irgendwie gemeinsam ein gemeinsames Ziel oder gemeinsamen Plan, und dann gab es dann noch viel so, ja, und die Berühmteren und die Unberühmteren und weißt du so, also war klar, manche von uns haben das natürlich krass gezogen auch, ne, kommerziell, also Xavier und ich waren zu der Zeit auf jeden Fall kommerziell, glaube ich, die größten Künstler, und es war schon so ein bisschen, irgendwann war es einfach genug so, aber ich bin trotzdem sehr froh, dass ich dabei war. Bevor wir zu Verdammt nochmal kommen, jetzt ist ja quasi eigentlich dieser Punkt da, wo, also ich glaube, ein Meilenstein in deiner Karriere, und zwar hast du dein Label gegründet, Deluxe Records. Wie war jetzt die Zeit für dich in der Zeit? Sind jetzt Sachen dazwischen noch passiert, sage ich jetzt mal, und auf einmal kommt ein Sammy auf die Idee, ein eigenes Label zu machen. Es war ja auch ein bisschen, es resultiert daraus, dass Imes Busch Insolvenz angemeldet hat, richtig? War das zu der Zeit? Oder wie kam es dazu genau? Ich weiß auch nicht mehr genau, wie es kam. Irgendwie hat sich so alles so, bei mir fügt sich immer so alles, und dann bin ich relativ schnell einfach da drin, dem, was auch immer passiert, einen Namen und einen Rahmen zu geben. Und es war so, dass ich dann die Headliners kennengelernt hatte, die eine sehr gute dreiköpfige Rapper Crew aus Hamburg waren zu der Zeit. Elo, ein alter Schulfreund von mir, auch auf einmal irgendwie das Rap-Ding als richtig ernst genommen hat, und ich so gemerkt habe, so okay, da sind eigentlich Leute da, die irgendwie die Struktur brauchen, und ich habe mir denn schon bis dann, also hatte ich ja schon Struktur, weil ich irgendwie selber so eine Karriere hatte, die schon so groß war, dass eben mehrere Leute für mich gearbeitet haben, und dann dachte ich so, eigentlich kann man es ja übertragen und jetzt noch ein paar mehr Leute einstellen und wirklich ein kleines Label machen. Weißt du, war zu der Zeit waren auch die Rapper-Labels sehr groß. Weißt du, Jay-Z hatte Rockefeller und diese ganzen, jeder Rapper hatte irgendwie ein Label von den Rappern, von denen ich Fan war. Und dann haben wir das gemacht und angefangen so mit so ein paar Mixtapes. Und dann kam eben dieses Verdammt nochmal Album, und dann genau die Jahre zwischen diesen beiden Alben, Verdammt nochmal, das, wo ich herkomme, die waren dann eben echt eigentlich nur Deluxe Records. Mhm. Ja, Verdammt nochmal ist auf jeden Fall dann ein Album. Würdest du sagen, dass sich das irgendwie von dem ersten Album, also sag ich mal, wie sagt man das, abhebt? Mhm. Ist das ein auf einmal ein gereifter Sammy, der nicht mehr seine erste Platte rausgebracht hat, sondern seine zweite Soloplatte? Also ich habe auf jeden Fall in der Zeit, was dazwischen lag, ist ja das ASD-Album hier, ne? Das kam ja 2003 raus, und da war natürlich dieser Faktor, dass wir viel in Amerika waren und uns da irgendwie auch auf irgendeine Weise sehr wohl gefühlt haben, so, weil wir sehr gut angenommen wurden, ne? So, weil die Leute, weil wir auch optisch nicht vielleicht das Klischee, ne? So, die Leute haben vorher, okay, da kommen irgendwelche deutschen Rapper und wir sollen Beats für die machen, so, dann kam wieder an, und die Leute waren sehr, sehr comfortable mit uns und wir mit denen, und es war einfach eine schöne Zeit, und da bin ich schon so ein bisschen dann sehr auf diesen Ami-Film gekommen, der sich dann hier in dem Album auch dann weitergeführt hat. Also da waren noch echt mindestens die Hälfte der Beats auf dem Album hier sind auch noch irgendwelche Ami-Beats. Und dann wurde es dann noch, also das, dann wurde ich einfach, also ich mochte diesen Ami-Lifestyle so sehr und habe so viel Zeit da verbracht, dass ich dann sehr viel eben auf diesen, ne, wie man hier auch auf dem Cover sieht, so Bling Bling und so. Bling Bling und Matching Cap und alles so sehr viel Wert gelegt habe. So. Und ja, war es, also so ein Album, was ich auf jeden Fall als so textlich jetzt nicht so als so ein starkes Album empfinde, da sind schon gute Momente drauf, aber als Gesamtwerk ist es eher so, da sind richtig fette Beats drauf. Also für die Beats mag ich das Album immer noch, aber bin jetzt nicht so, weißt du, so meine ganze Zeit so zwischen ASD und dem hier, das, wo ich herkomme, war für mich so lyrisch so ein bisschen so, ich weiß gar nicht, worüber ich reden soll, und dann habe ich irgendwie, weißt du? Ja, ja, klar. So ziemlich. Man hat ja so eine Zeit, weißt du, so eine Phase. Jetzt hast du auch hier schon auf dem ersten Album schon gesellschaftskritische Songs gehabt mit Weck mich auf zum Beispiel. Jetzt ist Verdammt nochmal auch noch so ein, sag ich mal, thematisch so ein Album, wo man sagen könnte, dass du da so ein bisschen deine Abneigung gegenüber Deutschland irgendwie positionierst.
Kann man ja fast sagen. Verdammt nochmal, mein Set. Ja. Okay, warte mal, habe ich da irgendwas gesagt? Ich habe doch gestimmt, ich mag dieses Land nicht, ne? Heißt das? Ohne Rap wäre ich schon lange hier weg. Genau, das Ding, ja. Genau, was hat dich noch in Deutschland gehalten? Rap, sage ich da ja. Weil ich weiß von dir, du hast 2 Jahre vorher, 3, dein Sohn kam auf die Welt. Genau. Ja. Und war ja auch noch in Deutschland. Also genau. Ist das aber jetzt nicht nur Rap? Wir haben viel Zeit in Amerika auch verbracht, denn immer damals. Und ja, ich glaube, es war einfach so, je mehr ich dann irgendwie von der Welt gesehen habe, so dass ich einfach so ich mochte immer meine Karriere hier und ich mag immer auf der Bühne stehen und weißt du, die Leute, die davor stehen, und es ist jetzt nicht so per se, dass ich dann oder jetzt irgendwie jetzt mich unglaublich schlecht in Deutschland fühle, aber schon gerade, wenn man immer weißt du, viel reist und dann zurückkommen muss so oft nach Deutschland und einfach so diese negativen Vibes hier so spürt, das war, glaube ich, einfach so ein Ding und ich fand es einfach immer lustig, weißt du, also ich fand, Deutschland hat auf jeden Fall mir außer der Karriere, die aber ja nicht von Deutschland initiiert wurde, sondern von jungen Menschen, die genau wie ich hier in Deutschland aufgewachsen sind und nach Subkultur gesucht haben und die dann in unserer Musik gefunden haben, so außer den Leuten hat mir Deutschland meiner Meinung nach als Institution nicht so viel gegeben, dass ich das, weißt du, dass es hast du dich gefühlt als jemand, der irgendwie nach Amerika reist zum Beispiel und irgendwie das Land Deutschland so ein bisschen rechtfertigen muss, im Sinne von, weil du mal gesagt hast, Deutschland hat kein positives Image. Irgendwie habe ich die Verantwortung auf mich genommen, den Leuten zu erklären, dass Deutschland nicht mehr das Nazi-Deutschland eventuell ist, was es mal war. Ja, also das kam ja dann danach, das war ja dann das Album, wo die Message war. Und zu der Zeit war es, glaube ich, echt einfach... ich glaube, also manchmal kommen solche Sachen einfach auch bei mir raus, weißt du, ich bin nicht so jemand, der sich vorher eine Liste mit Themen aufschreibt, über die er dann rappen will auf ein Album, weißt du, so, ich habe irgendwie Gefühl, einfach Gefühl. Ideen, wenn Musik rauskommt, weißt du, also es kann sein, dass bei dem Song da, ich weiß noch, es ist wahr, ich mag dieses Land nicht, und dann so, ohne Rap wäre ich schon lange hier weg, und es kann auch sein, dass es tatsächlich nur durch die Melodie gekommen ist oder so, weißt du, und auch man darf auch nicht vergessen, so, man macht auch immer das, wovon man selbst Fan ist. Ne? So, also selbst in so Momenten, wo ich nicht den krassesten emotionalen Stress habe, kann ich vielleicht trotzdem ein Lied über irgendwas schreiben, was damit zu tun hat. Weißt du, so, weil ich es dann schon irgendwann mal erfahren habe und einfach ein Fan von Liedern bin, weißt du, so, die irgendwas, so die Emotionen auslösen. Und deshalb, also da war ich auf jeden Fall extrem unpolitisch und hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Gesellschaftsstatements mach wirklich, wollte einfach irgendwie. Du hast dich aber auch zu der in der Zeit auch so positioniert, dass du, sag ich mal, auch schon deine ersten Worte über Gangster-Rap verloren hast. Da hast du dir aber jemanden zur Seite geholt. Und zwar den, ich kann den Namen, glaube ich, gar nicht, Chanel. Ja. Ganz genau. Und später weiß man auch von dir, dass du gerade dieses Gangster-Rap-Getour eigentlich gar nicht so feierst. Wie kam das damals dazu? Nee, es war ja genau die Zeit, wo es denn so losging. Ne? Mhm. Ich weiß genau, als die erste Single davon rauskam, war auch Fuffis im Club irgendwie von Sido dann irgendwie so der krasseste Hit gerade zur Zeit. Das war auch die Ringtone-Zeit übrigens. So. Da hatten alle... Stimmt, oh Gott, es gibt Jumper oder was gibt's da? Ja, und eben auch unsere ganzen Dinge. Also so zurück gab es dann zum Beispiel auch als Ringtone und Sido-Songs. Und es war einfach so die Zeit, wo dieser Shift im Rap war, wo es so von diesem... Wir sind eine Szene und eigentlich, weißt du, hat schon jeder seinen eigenen Style, aber wir verstehen uns einfach alle. Und dann so 2003, 2004 kam eben so für die breite Masse, inklusive mir, das erste Mal erkenntlich eben so diese Generation, die dann schon mit unserer Art von Rap aufgewachsen sind, aber auch dann berechtigterweise eigentlich zu der Zeit, weißt du, denn gedacht haben, sie müssen das Ding irgendwie mal neu definieren, weißt du, genauso wie ich es ein paar Jahre vorher auch gesehen habe. Aber ich hatte eben mit der Szene, die vorher da aktiv war, ja auch aktiven Kontakt, weißt du, ich war ja auf den gleichen Hip-Hop-Jams mit Stiebers und mit Beginnern und mit diesen ganzen Leuten. Deshalb hatte ich immer so, ich habe ja auch diese Statements gemacht, so ich bin der Beste und ab jetzt, weißt du, gibt es Rap eigentlich erst in Deutschland, dieses Feeling. Aber die haben es eben auf so eine andere Art gemacht, weil die uns nicht persönlich kannten, haben die uns dann einfach aus der Ferne, weißt du, waren immer Sticheleien und immer so diese, die müssen sich darüber definieren jetzt, dass sie uns nicht geil finden. So, weißt du, was ich an sich immer auch schon kein, also es gehört irgendwie zum Hip-Hop dazu, aber für mich gehört auch dann so ein gewisses Level an Finesse dazu, damit ich, weißt du, das wertschätzen kann. Wenn es einfach nur ein Statement ist, der Rap scheiße und wir sind geiler, ist für mich so auf, ja, ist eben sehr leicht, was Schlechtes über jemanden zu sagen. Ne? Es ist viel leichter, als jemanden zu loben. So, deshalb
kann ich dafür Leuten, dann konnte ich denen dafür nie wirklich, weißt du, so Respekt geben, aber habe es dann verstanden und dann auch damit gelebt eben, dass es immer mehr diese Camp-Spaltung gab. Irgendwann war es dann ja wirklich so, je größer Berliner Rap wurde, also in dem Jahr, glaube ich, 2004, 2005, ist so für uns Hamburger Rapper komplett Ostdeutschland als Live-Markt weggebrochen. Mhm. Leute in Ostdeutschland fanden nur noch cool, was aus Berlin kam. Weißt du, wir konnten keinen einzigen Gig mehr. Uns sind so 10 Städte, die man sonst pro Tour, oder sagen wir mal 5 Städte oder so, die man sonst pro Tour gespielt hat, sind einfach, weißt du, das haben wir nie wieder weggefallen, gespielt seitdem. Ja. Weißt du? Und wir mussten eben mit so ziemlich vielen Sachen umgehen. Und also sind eben nicht daran verbittert, aber dass es irgendwo in einem Text erwähnt ist, kann ich mir schon vorstellen. So, jetzt nach Verdammt nochmal, ist ja Verdammt nochmal auch ganz viel Zeit vergangen, ja? Und zwar bis von 2004 quasi zu 2009, dazwischen ist so viel passiert. Ja. Das ist alles Deluxe Records sozusagen. Das. Ja, deine Label-Sampler, deine Mixtapes, alles Mögliche. Ja. Und das war dann das Letzte. Ich weiß nicht mehr genau die Reihenfolge. Das waren auf jeden Fall. Ich habe die Reihenfolge hier. Genau, es gab noch 3 Mixtapes hier vor, auf jeden Fall. Genau. Also so. Aber Let's Go kam ja dann ganz schnell mit dem Label-Sampler eigentlich. Genau, das kam relativ schnell nach Verdammt nochmal sogar, ne? Ja, genau. Und dann kam irgendwie so. Da kann man nochmal sagen, wer alles dabei war. Die Headliners hast du dir zuerst ins Boot geholt und kurz danach kam auch, glaube ich, schon Illo, ne? Genau. Ja. Und dann erst, was war das dann? 2005 folgten Alias, Blade, Manuelsen, Snagger und Pillard. Mhm. 2007 trennte sich dann Deluxe Records auch von Capitol. Ist vielleicht auch wichtig zu wissen, oder? Nee, das war anders. Es war so, dass der Deal, den wir mit dem Major-Label hatten, für eine bestimmte Anzahl an Alben war. Mhm. Gut, also und ganz natürlicher Prozess. Der genau das. Also, und dann war einfach für ein paar Alben, war eben Major Budgets da und manche Sachen haben wir rein independent gemacht. Das war von Anfang an so geplant. So, dann 2007 kam auch noch Tour mit ins Boot. 2008 gingen nacheinander Snagger und Pillard, nur leider Illo und Blade. Einer hat mal aufgehört mit Musik, der andere hat ein Kind bekommen, irgendwie. Ja, passiert ja so, ne? Runde, ja. Genau. 2008 habt ihr dann quasi euren letzten Label-Sampler auf den Markt gebracht. Und zwar war das dann am Ende nur noch Tour, Alias und du. Und was steht drauf? Wie heißt das? Gute Liebling, ich habe das Label geschrumpft. Wie hast du dich zu der Zeit gefühlt, nachdem alle möglichen Leute gegangen sind? Hast du da schon gemerkt, dass es dem Ende zugeht, dem Label? Ich war in der Zeit, also das habe ich so parallel gemacht, wo ich an diesem Album auch hier gearbeitet habe, was dann das nächste Soloalbum wurde. Mhm. Und ich glaube, ich habe einfach so gemerkt, das hat noch Spaß gemacht, das zu machen, aber es war relativ viel Hin- und Hergeschicke. Also es waren, glaube ich, kann mich nicht an eine Session erinnern, wo wir alle dreimal im Studio zusammen waren. Mhm. Und war schon so ein bisschen so, weißt du, gemerkt, so die Jungs irgendwie haben ihren Film, ich habe meinen Film, so, da hatte ich eben dann so angefangen, für mein Album dann mit Liveband und solche Sachen zu arbeiten. So, ich wollte eben auch irgendwie andere Sachen erleben und habe auch gemerkt, dass diese ganzen Mixtapes hintereinander irgendwann auch ein bisschen unbefriedigend waren im Sinne von, weißt du, ich will wirkliches Material schaffen, was auch live auf Bühnen funktioniert und nicht nur für die Rap-Fans, die mich gerne spitten hören, irgendwie so halb ausproduzierte Dinger, weißt du, die irgendwie cool sind, aber nicht wirklich, weißt du, so meinen Alben gerecht werden. Das war dann so, ja, war dann so das letzte Ding, wo wir, wie gesagt, noch Spaß hatten und auch echt ein paar coole Songs drauf sind, aber glaube ich, jeder schon für sich sehr auf seinem, weißt du, so. Auf seinem Film war. So, dann greift das nächste Album, und zwar das dritte. 2009 kam das, wo ich herkomme. Das Original, genau. Ja, wie geht's dir damit, so ein gutes Stück noch, sag ich mal, 7 Jahre her, noch jetzt in Händen zu halten? Ja, das habe ich echt gerade neues Mal wieder mir durchgehört. Ich höre mir sonst ganz selten meine Sachen an, aber irgendwie, heute hatte ich irgendwas gesucht oder musste irgendwas gegenhören und habe dann so einen Song gehört und dann irgendwie, also ich habe es nicht ganz durchgehört, aber zumindest mal so viele Lieder mir angehört und so ein bisschen durchgeskippt. Mhm. Und das war ein sehr wichtiges Album zu der Zeit eben. Es war so genau um die 30 rum so, wo man oft, glaube ich, als Mensch oder vor allem als Mann so hinterfragt, weißt du so, wie bin ich denn jetzt als Erwachsener und irgendwas muss doch jetzt anders sein, ne? Und auch teilweise so ein bisschen zwanghaft vielleicht aus irgendeiner Theorie heraus zur Entscheidung trifft, wie man jetzt sein muss ab 30 oder also nicht, es war gar nicht so ein bewusster Prozess, aber irgendwie habe ich einfach gemerkt, dass viele Sachen
Einerseits will man auch auf der Straße rumtoben, andererseits muss man Geld verdienen, andererseits sagt die Mutter, mach mal das, man ist schon Vater. Eher so als, also genau, ich war Vater, das hat einen großen Einfluss gehabt, dadurch habe ich auch sehr viel mehr über meine Kindheit und meinen abwesenden Vater nachgedacht. Das war schon eine emotionale Zeit quasi, so, wo viele Sachen irgendwie dadurch dann auf dem Album gelandet sind. Meine Oma war ein Jahr vorher gestorben, deshalb ist der Oma-Song und so. Aber vor allem war mir auch wichtig geworden, so was meine Rolle als Rapper ist, weil das war eben dann schon 4, 5 Jahre. Es gab immer mehr Gangster-Rap, mehr Street-Rap und mehr so diese Momente, wo ich einfach gemerkt habe, auch was tatsächlich das Musik für einen Einfluss hat. Weißt du? Also, und dann auch immer mehr so diese Leute getroffen, die so gesagt haben, ey, und ich war 15, als Grüne Brille rauskam und da habe ich damals angefangen zu kiffen und sahen teilweise eben auch nicht wie die frischesten Menschen aus, wo ich so dachte, so fuck, vielleicht habe ich echt so ein paar Leben einfach ruiniert. So. Und hab in den Jahren zum Beispiel auch Grüne Brille habe ich nicht mehr live gespielt, weißt du? Ich glaube, ich habe auch Weck mich auf nicht live gespielt, weil es mich einfach angekotzt hat, so dieser der Hit, weißt du? Aber so war irgendwie so eine Zeit, wo ich einfach irgendwie was ändern musste und irgendwie für was anderes stehen wollte oder für mehr Positives zumindest auf jeden Fall stehen wollte und habe dann ja auch dazu noch ein Buch geschrieben, dieses TV-Format auf ZDF Info gehabt, das, wo ich herkomme, wo ich mit so Jugendlichen durch Deutschland gefahren bin und wir erkundet haben, wie viel man als junger Mensch eigentlich mit deutscher Kultur anfangen kann, weil ja immer von Deutschland gefordert wird, die Jugend soll sich mit der Kultur auseinandersetzen und mit der Geschichte, aber Deutschland sich ja ganz selten mit unserer Kultur auseinandersetzt, mit den neuen Kulturen, weißt du so? Und es ist ganz leicht, dann immer zu fordern, dass wir alle irgendwie Schiller und Goethe rezitieren können, aber das ist nicht so leicht, die dazu zu bringen, zu akzeptieren, dass vielleicht ein paar von uns Rappern die neuen Schiller und Goethe sind. So. Und ich hatte sehr viele Agendas einfach, weißt du, ich wollte wirklich dieses Land positiv beeinflussen, verändern. Aus dem Buch wurde dann sogar noch Lehrmaterial für Haupt- und Realschulen gemacht. Allerdings, darüber können wir auch gleich reden. So. Also es war wirklich einfach so ein sehr, mein Gutmensch-Projekt würde ich es jetzt bezeichnen. Also und jetzt im Nachhinein, so wie ich mich jetzt gerade fühle, auch ein bisschen zu Gutmensch, aber ich bin auch sehr froh, dass ich es gemacht habe. Und es hat mich eben mir sehr viele neue Ebenen eröffnet. Also es war das erste Album, auf dem ich selber viele der Gerüste der Songs produziert habe, also viel Komposition quasi schon betrieben habe, aber noch nicht so viel ausproduziert. Es ist das erste Mal, dass ich angefangen habe, mit Livebands zu arbeiten und wirklich Songs zu komponieren. Also so Bis die Sonne rauskommt zum Beispiel war es ein Song, den ich genau so einfach im Kopf hatte und dann musste ich irgendwie mich mit den Musikern dahinsetzen und ohne deren Sprache zu sprechen, also nicht, weißt du, Landessprache, aber weißt du, ich wusste nicht, wie man das sagt jetzt, weißt du, nee, aber die Gitarre muss irgendwie, wenn ich so singe, muss die sowas machen und weißt du hast sie also musikalisch sehr entwickelt auch ja, zuletzt. Ich habe erstmal gestruggelt, um dahin zu kommen, dass ich irgendwie Wörterbuch. Andere Musik eben machen kann, als nur irgendwie einen programmierten Rap-Beat und dann darüber rappen. Und das war für mich sehr, ja, sehr wichtig in dem Moment, sehr richtig auch, aber genau, ist dann so ein bisschen darin resultiert, dass ich so viel diese Jahre denn mich mit diesen ganzen inhaltlichen Sachen beschäftigt habe, dass ich ein Jahr später so das Gefühl hatte, ich bin Deutschlands beliebtester Sozialarbeiter und keiner weiß mehr, dass ich Rapper bin, weil in Interviews ging es eben nur noch um den Verein, um das Lehrmaterial für Schulen und weißt du, und die Leute haben mich gefragt, warum ich nicht Bundeskanzler werde und so, und da habe ich echt so gemerkt, okay, jetzt ist Zeit zu gehen. So. Also ich sag dazu jetzt auch was, und zwar sind da Themen wie Überwachungsstaat, Verhältnis von Arm und Reich und so thematisiert worden und in Stolz auf sein Land, ja, hast du auf jeden Fall Folgendes gesagt und da wurde auch viel vorgeworfen. Und zwar, und wir haben keinen Nationalstolz und das alles, geil, super gut, danke Sammy, bitte mach. Und wir haben keinen Nationalstolz und das alles nur wegen Adolf, ja toll, schöne Scheiße, der Typ war doch eigentlich ein Österreicher. Ich frage mich, was soll das, als wäre ich Herbert Grönemeyer. Das waren die Zeilen. Und da gab es dann einen Typen, der einen Blog auf der Taz-Seite hatte, der das Album aber vor allem aufgehängt an den Zeilen komplett zerrissen hat, mir die Verbreitung von rechten Gedankengutes vorgeworfen hat. Und das war dann leider das Ding, obwohl irgendwie er so ein kleiner Fisch eigentlich im Teich der Journalisten war. Aber das war schon die Zeit 2009, wo jeder nur noch, jeder Journalist, der mich dann noch interviewt hat, hat einfach immer nur gegoogelt, was der Vorige geschrieben hat. Weißt du, also da war Journalismus schon auf dem Level angekommen, dass Recherche heißt, ich gebe einmal den Namen von dem, mit dem ich mich gleich treffe, in Google ein und guck, was wer als letztes geschrieben hat. Und viele in der Kampagne, in der Promophase haben sich darauf bezogen, weißt du, ich musste ständig über dieses eine Interview reden mit, von so einem Typen,
Latatz war das? Nicht mal ein Interview, sondern einfach diesen einen Verriss darüber reden. Der hat, glaube ich, nicht mal für die geschrieben, aber auf deren Seite einen eigenen Blog irgendwie gehabt oder so. Und der wollte sich auch einer Diskussion nicht stellen irgendwie. Also Falk hatte dann auch noch versucht, für Mixery ihn und mich vor eine Kamera zusammenzukriegen. Hat er sich dann auch nicht irgendwie getraut. Also oder hat er nicht gemacht auf jeden Fall. Und ich hatte eben sehr viel mit den Konsequenzen in dieser falschen Analyse seines Texts, also seines diese Auffassung, die er von meinem Album hatte, war ja komplett falsch, weißt du? Also wenn du nur den Wortwert nimmst, kannst du mir vielleicht da irgendwelche Sachen vorwerfen, wenn du weißt, wer ich bin, wofür ich stehe, wie ich aussehe, dann haben diese Worte auf jeden Fall einen ganz anderen Geschmack und nicht mehr so einen bitteren Beigeschmack. Und wenn man weiß, dass ich eh einfach ein zynischer, sarkastischer Typ bin, aber das wurde dann alles eben außer Betracht gelassen und ich war auf einmal dann echt so der Nazi, der Schwarzi. Schwarz-Nazi oder was? Was haben die gedacht? Genau. Manche nennen mich Schwarz, manche nennen mich Nazi, dann nenne ich mich Schwarzi. Und ich hatte tatsächlich so Antifa-Jugendliche, die vor unseren Shows demonstriert haben, weißt du so. Und mir und meiner komplett schwarzen Band zu der Zeit dann erklären wollten, dass wir die Nazis sind. Und war echt eine sehr, sehr anstrengende Phase. Also ich habe sehr viel Backlash dafür bekommen, dass ich eigentlich meinen positivsten Moment und meinen verantwortungsbewusstesten Moment hatte. Und das hat dann letztendlich in the long run auch dazu geführt, dass ich heute dann Songs wie mein Klopapier Schwarz-Rot-Gold dann auf meinem neuen Album habe. Also, war sehr guter Song. Ja, zu dem Album, Das, wo ich herkomme, ist auch viel Kritik. Ja, wir sind Berlin. Hast du ein bisschen Kritik eingesteckt? Zum Beispiel Farid Bang hat auch gesagt, dass durch Stilveränderung stehe Sammy nicht mehr für deutsche Hip-Hop-Kultur. Hast du das noch so heutzutage im Kopf? Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß, ich lerne ihn heute Abend kennen auf Alis Party so und laut Gerüchten freut er sich sehr, mich mal kennenzulernen. Und, und ich finde ihn auch höchst unterhaltsam in Videos und Interviews. Und ich weiß aber immer auch, dass, wie gesagt, viele von diesen Jungs, also mich überrascht das noch nicht mehr, weißt du so. Also Savas hat auch so angefangen und scheiße über uns geredet und dann, weißt du, wollte er auf einmal ein Feature mit mir machen. Und dann, eigentlich ging das, also weißt du, und mit Sido ging es ja auch so und mit dem ganzen Agro-Clan und eigentlich am Ende jeder, der irgendwann scheiße geredet hat, hat mich dann auch immer noch ein Feature gefragt. Also weiß ich jetzt nicht, weißt du, was ich dazu sagen soll. Gut, dann lass uns zum nächsten Album kommen. Und zwar kann man dir dann gratulieren, ne? Es war Schwarz-Weiß und das war auch noch deine erste Nummer 1. Genau, ja. Das ist auf jeden Fall echt ein schönes Projekt gewesen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Oder uns allen, diese ganze Kunst zu erschaffen. Am Ende des Projektes gab es sogar noch eine Kunstausstellung, weil so viele Sachen wirklich auf Papier und Foto und Leinwand gemalt und gemacht wurden für dieses Projekt. Und das war ja auch sehr erfolgreich und gleichzeitig irgendwie, war sehr erfolgreich, kann man so sagen. Ich habe mir dein ganz neues Album angehört. Und da sagst du drauf, dass Schwarz-Weiß dein persönlichstes Album war. Und ja, gerade haben wir noch was du immer hörst. Also da in dem einen Song hier auf dem Album, was ich fühle, sage ich, Leute, mein Schwarz-Weiß war von meinem Album am persönlichsten. Ich sage, es war geprägt von persönlichen Tragödien. Erst kam der Tod meines Vaters, hier Vater am Himmel, dann zog mein Sohn in die Staaten, Doppel-VIP. Und genau. Also weil das irgendwie diese Themen, die Sachen, die da passiert sind, irgendwie noch ein bisschen tiefer einfach gehen, weißt du, so, als die anderen. Gar nicht so von der Anzahl von persönlichen Songs, aber irgendwie von dem Appeal. Das Album ist irgendwie so ein sehr souliges Album. Und ich meine damit nicht so Soul-Musik-Akkorde oder so, sondern es ist irgendwie sehr, also der Prozess war... Melodischer oder wie meinst du es? Einfach Seele, weißt du? Also das, was du kannst auch Hardrock-Musik mit sehr viel Soul machen, ne? Das war einfach so ein Ding, wo so viel rumgebastelt wurde und wo ich das erste Mal, das ist ja der erste Tonträger von mir, der in der Kunstwerkstatt entstanden ist. Ganz genau. Was auch auf jeden Fall natürlich einen ganz krassen Unterschied ab da in meiner Karriere gemacht hat, dass ich so einen Platz habe, wo ich für mich alles machen kann, aber auch genug Struktur und Instrumente und Platz habe, um ganz viele Leute einzuladen und meine Musik einfach noch anders von Leuten bereichern lassen zu können. So. Weil ich habe schon gemerkt, bei dem ersten Album, wo ich angefangen habe, mit Liveband hier bei Das, wo ich herkomme, dass es eben tierisch teuer ist, nur für den einen Song
Nur für bis die Sonne rauskommt, habe ich irgendwie alleine so 3.000, 4.000 Euro Studiokosten gehabt und dann noch musste ich die Musiker bezahlen und weißt du, weil ich ständig in Studios musste und ich habe so gemerkt, das ist eine Richtung, in die ich gehen will. Ich will nicht nur immer Rap-Beats picken und darauf rappen, ich will auch, weißt du, wenn denn der Song es fordert, irgendwie da Live-Drums raufhauen oder eine ganze Band spielen lassen oder Horns oder einen Chor singen oder was auch immer. So, und dann hatte ich auf einmal diesen Ort dafür, wo ich das einfach alles ganz easy machen konnte und der auch dadurch, dass es ja echt einfach ein schönes altes Studio ist, was fast nicht mehr gibt heutzutage, so Musiker reißen sich quasi dahin zu kommen, weißt? Also es ist, so, es ist nicht mal schwer, die einzuladen, es ist eher schwer, sie auszuladen. Ist das so ein bisschen dein Label-Ersatz von damals? Ja, ich dachte eben, dass das, was das Label ja eigentlich für einen Zweck hatte, war ja auch so, dass ich dann dachte, ich habe eh so viele Ideen und Kreativität, dass ich die auch auf die anderen anwenden kann. Aber ich hatte alle immer so Künstler, diese ganzen Rapper waren alles super liebe Menschen, aber oft Leute, die einfach pauschal denken, dass ihre Idee eh besser ist als deine, weißt du? Und ich war dann ja natürlich damals auch schon für die, weil, weißt du, vielleicht auf irgendeine Art Vorbild, weil ich diesen Status hatte, weißt du? Aber die dachten natürlich alle, sie sind die coolere, neuere Rap-Generation mit viel mehr Verständnis von dem, wie Rap eigentlich sein soll. Und deshalb konnte ich eigentlich meine überschüssige Kreativität nicht darauf anwenden, diesen Acts zu helfen, weil sich da tatsächlich keiner helfen lassen wollte. Weißt du? Und dann habe ich auf einmal gemerkt, diese Energie, die ich habe, die kann ich aber eben in diese Produzierebene und so total integrieren. Mhm. Und deshalb war das Studio auf einmal eben echt ein Segen, dass es genau zu dem Zeitpunkt in mein Leben gekommen ist. Ja. Auf dem Album hast du auf jeden Fall auch nochmal mit Max Herre zusammengearbeitet, ne? Das war lange, ja, lange her, 99 oder so, das letzte Mal. Den Oma-Song hat ja auch Max produziert, genau, mit Samon. Und dann war lange Zeit aber irgendwie Ruhe, hatte man das Gefühl. Genau. Was ist da passiert? Man hat irgendwie das Gefühl, ihr seid euch sehr ähnlich eigentlich. War das manchmal der Grund, warum man irgendwie aneinander geriet? Nee, wir sind nie wirklich aneinander geraten. Es waren schon so ein paar Momente, wo, glaube ich, beide unsere Egos so groß waren, dass es dann nicht so leicht war, irgendwie so entspannt zu kollaborieren. Aber eigentlich war es dann irgendwie so, dass, wie es eben ist in diesem Business, dass man sich dann mal irgendwie wieder über den Weg läuft und dann checkt so, wie dieser Mensch aktuell ist. Und dann, glaube ich, gesehen haben, so ey, eigentlich haben wir viel mehr davon, wenn wir irgendwie, weißt du, wir müssen ja nicht die besten Freunde werden, jeden Tag telefonieren, aber wenn wir einfach, so wir verstehen uns ja eh eigentlich gut und wenn wir diese Egos mal beiseite schieben und dann da, wo wir uns mal gegenseitig irgendwie helfen können mit Features oder irgendwie Input oder Produktion, dass man das dann macht und dann habe ich ihn eben für den Oma-Song hatte ich ihn irgendwie gleich als Produzent rausgehört und als ich Schwarz-Weiß-Album gemacht habe und fast fertig war, haben wir telefoniert und dann habe ich gesagt, so haben wir über das aktuelle Roots-Album, was es zu der Zeit gab, How I Got Over, über das geredet und über den Titeltrack und dass ich so ein Uptempo-Ding eigentlich total gut finden würde, irgendwas, was so um die 100 BPM ist, aber sehr soulig irgendwie und Liveband-esque. Und dann hat er mir den Beat geschickt und meinte so, ich habe hier was, aber ich weiß nicht, das ist überhaupt nicht fertig und wahrscheinlich findest du es richtig scheiße. Und hat es mir geschickt irgendwie und ich bin genau am nächsten Tag irgendwie nach New York geflogen für eine Woche und dann habe da einen Tag dann diesen Beat angemacht und in New York irgendwie so diese drei Strophen von dem Song direkt runtergeschrieben. Und dann haben wir in Berlin noch seinen Hook aufgenommen und den Beat eigentlich echt immer genau so gelassen, wie er war am Anfang, weil ich fand den einfach perfekt. Und ja, ist auch ein krasser Künstler, mit dem es immer Spaß bringt zu kollaborieren, egal ob für meine Sachen oder für seine. Auf meinem neuen Album habe ich ihn auch drauf, aber da habe ich ihn nur ungefragt gesampelt einfach. Aber na Hook, ne? Genau, fühl, was ich fühl. Ja, jetzt würdest du Schwarz-Weiß aber irgendwie schon mal einordnen wollen, wenn du jetzt, sag ich mal, langsam schon mal so in diese Beliebtheitsrichtung gehen würdest, so vom Beste Charts zu. Charts machen? Naja, nee. Nicht, also deine eigenen Charts. Ja, nicht die deutschen, bitte. Das ist anders. Oh, also tue ich mich auch schwer, weil alles hatte für seine Zeit eine Berechtigung, weißt du? Und ey, wenn man die Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen und das wirklich zu erklären oder dann als Zuhörer zu verstehen, dann macht das eben auch alles seinen Sinn, weißt du? Es war eben so, hier in dem Jahr ist mein Sohn weggezogen, weißt du, aus Deutschland. Auf einmal war ich aktiv nicht mehr Vater. Also während ich das Album geschrieben habe. War 2010? Nee, als ich das Album geschrieben habe, war noch in Deutschland und genau als es rauskam, ein paar Monate später, ist er weggezogen. Ab da hat sich eben eine Sache in meinem Leben extrem verändert. So, und ich habe eben die kompensiert dadurch, dass ich dann 2010 am Anfang in dieses Studio gefahren bin. Ich
und einfach sehr viel mehr angefangen habe zu arbeiten, als ich je vorher gearbeitet habe. Weißt du, also sehr viel mehr Zeit einfach im Studio verbracht hatte, weil ich das erste Mal ein eigenes, richtiges hatte. Denn aus diesen 2 Jahren Arbeitswut ist dann das Album resultiert und genau als das rauskam. Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß. Und genau als das rauskam und ich einfach die News bekommen habe, dass es irgendwie auf 1 ist und ich war gerade irgendwie auf Ibiza und hatte ein Haus mit Pool und war eigentlich richtig good life und habe dann angefangen so zu merken, dass ich so ganz viele Sachen wegen meiner Karriere, weißt du, weil man immer auf diesen Erfolg hinarbeitet, so ganz viel Privatleben eben so gar nicht bearbeitet habe, so, also weder faktisch noch emotional. Und dann bin ich so in eine sehr krasse Depression quasi verfallen. Also ich war immer gut drauf, sobald die Kamera an war oder sobald ich auf der Bühne sein musste, so richtig dieses Profi-Depressiver, weißt du so? Auf keinen anderer merkt es, aber sobald du alleine bist, ist einfach nichts Gutes in der Welt, weißt du, egal. Ist das auch teilweise die Zeit gewesen, wo du von den Fans eventuell die Kritik bekommen hast, also diese Hardcore-Sam-Deluxe-Fans, dass du dich ein bisschen so distanziert hast zu der Zeit? Ich habe ein paar Kommentare gelesen, da hat viele gesagt... Schwarz-Weiß? Also neben Schwarz-Weiß war es eher so, dass dieser ganze... Herr Sorge kam. Genau, dieser ganze positive Ding hat eher dazu geführt, dass ich dann so gemerkt habe, okay, jetzt habe ich ja nichts anderes mehr, worüber ich mir gerade Sorgen machen muss und weißt du, worauf ich hinarbeiten muss, weil der Erfolg, auf den ich hingearbeitet habe, der ist ja jetzt da und dann genau in dem Moment wird einem eben bewusst, woran man nicht gearbeitet hat und dass man eben nicht nur als Mensch... Irgendwie, ich bin eben nicht nur Sammy Deluxe, sondern ich bin ja auch irgendwo einfach ein Mensch, der morgens als erstes nicht denkt, weißt du, wenn er in den Spiegel guckt, hallo Sammy Deluxe. So, ne? Und daraus ist dann eben aus dieser Nicht-Wohlfühlphase quasi und wenig Sinn im Leben sehen, ist dann der gute Herr Sorge entstanden. 2012, genau. Genau, zum passend zum Weltuntergang ist er dann gekommen und dann haben wir das Album gemacht und wenig Auftritte, so, aber ich hatte schon das ganze Jahr keine Sammy-Auftritte. Ich wollte eben auch echt ein bisschen Abstand von Sammy haben, um wieder Bock daran, danach darauf zu haben. Und genau, sind sehr viel in Theatern aufgetreten und haben sehr viel Videos gedreht und sehr viel visuellen Content. Einfach diese Welt, die ich da musikalisch erschaffen habe, einfach noch schön bebildert und hat sehr viel Spaß gebracht, das Projekt. Und eigentlich auch auf jeden Fall meine Depression kuriert. Ja. So, ja. Also auch was Positives. Dann hat es ja irgendjemandem was genützt. Also, nee, und zwar dem Sammy Sorge. Genau. Und es hat auch vielen Leuten tatsächlich gefallen. Das waren nicht genau die Leute, denen sonst meine Sachen gefallen. Aber es hat echt, also sehr, sehr vielen Leuten. Das wolltest du doch auch gar nicht, oder? Wolltest du das unbedingt? Wolltest du doch gar nicht? Wenn man als Rapper bei Rap-Fans gut ankommen sollte, sollte man auf jeden Fall nicht geschminkt auf seinem Cover sein. Das, wenn ich das gewollt hätte, so die Logik habe ich schon vorher durchschaut gehabt und habe es eben trotzdem gemacht, weil Herr Sorge musste eben anders aussehen, als ich aussehe, weißt du? Und ich kann da total hinterstehen und fand es ganz, ganz wichtig für meine Zeit und das hat mir eben auch die skillmäßig dann sehr viel, also ich habe sehr viel dadurch gelernt, ne? So einfach an, wie man Songs schreibt und komponiert und produziert und dadurch sind dann auch so Songwriter-Sachen resultiert und also es hatte für mich sehr viele positive Seiten, aber natürlich, wenn du das jetzt in der Diskografie siehst, so das Projekt, wo ich am meisten Kritik aus der Szene für bekommen habe und am wenigsten von verkauft habe. So, ne? So, aber trotzdem ist es für mich alles andere als ein Flop. Zum Flop kommen wir jetzt für mich. Genau, also deswegen halten wir es jetzt ein bisschen kürzer genau, mit männlich, genau. Weil wir auch ein bisschen zum Ende kommen müssen. Genau. Aber männlich, ja, erzähl also, was. Das war eben so eine Zeit, wo ich einfach viel zu viel gemacht habe, hatte derbe Bock wieder auf Rappen nach Herr Sorge, habe echt so ein Jahr. 2014? Genau, da kam das raus, aber eben so in dem Jahr 2013 habe ich eben jeden Tag so 3-4 Songs aufgenommen und irgendwann total den Überblick verloren, was ist so und wie ich jetzt ein gutes Album daraus zusammenstellen soll und mich auch zu der Zeit irgendwie geweigert, mir dann A&R oder so reinzuholen, sondern wollte eben alles unbedingt selber entscheiden und habe dann daraus irgendwie das Perlen vor die Säue Mixtape 2 Monate vor dem Album mit 22 Songs, dann ein Album mit 20 Songs und noch ein paar Bonus-Songs. Und aber das Coolste daran ist eigentlich, dass dein Sohn Beats dafür gemacht hat, habe ich das richtig gelesen? Ja, dafür. Ein, zwei Sachen hat er dafür so die Grundgerüste, ja, also mir Melodien eingespielt. Dann hat es ja schon wieder alles Sinn gemacht, oder? Ja, nee. Da sind auch total gute Sachen drauf, aber worauf ich hinaus will, dann kam noch das Mixtape als Abschluss der Kampagne und das, ich wollte wirklich, also hätte wirklich aus all denen ein super Album zusammenstellen können, aber habe es einfach so ein bisschen den Fokus verloren in der Auswahl und dann auch hier so gesehen, ich habe mir dann auch noch ein bisschen reinlabern lassen vom Label bei der Single-Auswahl.
die haben mich zu nichts gezwungen, aber einfach jede, ich habe so gesagt, ich würde gerne das erste machen. Und meinten die so, ah, okay, cool, ja, aber was, wenn du das machst mit den Fantas? Und ich so, oh, ja, okay, ist auch ein geiler Song. Also, aber ich habe mich nicht auf mein Bauchgefühl verlassen. Und dann ist das erste Ding rausgekommen, Leute haben hart gehatet wegen diesem Fanta-Faktor, obwohl ich so dachte, wenn ich so schnell rappe, dann könnte ich sogar Gottlieb Fischer drauf oder irgendwie, was egal wen, also könnte ich sogar die Amigos drauf featuren und die würden es feiern. Aber Leute haben es irgendwie nicht gefeiert, hatten immer noch dieses, nee, die Fantas, die sind noch nicht Hip-Hop. Und dann mussten wir irgendwie noch also so schnell ein anderes Video nachschießen und irgendwie aber alles dann so, also war im Vorfeld schon verkorkst, weißt du, für mich war das Ding gescheitert, bevor es rauskam, so, weil ich einfach nicht auf mein Bauchgefühl gehört hatte und das dann irgendwann gemerkt habe. Und dann habe ich auch ganz schnell einfach nach der Traumsingle auch gar keine Videos mehr, ich hatte noch voll Budget und so und hätte noch Sachen machen können, habe einfach gesagt, so, nee, fuck it, ich mache jetzt nur das Mixtape. Und das ist für mich auch echt ein super Mixtape und eigentlich auch für mich eins meiner Alben. So. Also das ist wirklich ein sehr, sehr guter Tonträger, der irgendwie einfach geil anzuhören ist und total ein Thema irgendwie und einen Flow und einen Flash hat. Und das mag ich richtig gerne, das Ding. Mit Afropastor noch, bevor wir zu berühmte letzte Worte kommen, auch noch Blockbuster rausgebracht, jo. 2014, also nee, letztes Jahr, 2015 war das, Entschuldigung, genau. So, ist leider kein Soloalbum, deswegen müssen wir uns beeilen und jetzt über das beste Album. Du hast vorhin gesagt, das Neueste ist immer das Beste, hast du gerade gesagt. Nee, nicht immer. Nicht immer? Männlich war nicht so geil. Aber lass uns auf jeden Fall über berühmte letzte Worte reden. Es hört sich an wie eine Hommage an deine Vergangenheit, aber auch irgendwie... Könnte es das Letzte sein, was du jemals rausbringst? Also, ist nicht so gemeint, aber es könnte eindeutig das Letzte sein, weil natürlich kann Wenn du morgen umfällst, hast du dein Meisterstück quasi rausgebracht. Genau, so war es gemeint. Also ich habe irgendwann einfach so, ich wollte eigentlich gar kein Thema, weil bei Männlich hat mich auch genervt bei der ganzen Kampagne, dass ich so viel über dieses Männlichkeitsthema reden musste, obwohl ich da ja, weißt du, das, was ich dazu sagen wollte, eigentlich auf den Songs, weißt du, gesagt habe. Und wollte eigentlich ein themafreies Album, aber mag gerne eben mir so einen Rahmen setzen, wo ich weiß, wie bei Schwarz-Weiß, okay, da geht es dann um Kontraste und irgendwie, da geht es irgendwie um, weißt du, so Gegensätze und so. Warum bekommst du in diese Lage überhaupt, so viele Konzepte zu machen? Verstehe nicht, weil du redest immer von Kampagnen. Genau, ich mag einfach, also ich denke eben so nicht nur in so, Song für Song entsteht zwar, aber ich mag gerne einen Rahmen für das Ganze finden, weil ich finde, wenn man nicht so ein Gefühl hat, was das irgendwie vereint, dann macht es das sehr schwer rauszufinden. Also gerade wenn man so ein Künstler ist wie ich, der eben immer ausmisten muss und nicht jetzt, weißt du, mir fehlt noch der 13. Track, sondern so, wie kriege ich jetzt aus 50 14 gute Songs zusammen oder weißt du, das ist ja eher mein Ding, dass ich eher immer zu viel mache und dann mich entscheiden muss, was ich mache und was davon wirklich so gut ist, weil so ganz schlecht ist, glaube ich, nichts, was ich mache, aber es sind schon viele austauschbare Momente irgendwann bei, weißt du, wenn du einfach wahllos jeden Tag nur um Beats voll zu rappen, eben diese Beats voll rappst, dann wird dann nicht nur, weißt du, lyrisches Gold dabei rauskommen, aber eben trotzdem hat vieles für mich immer eine Berechtigung, auch so Freestyle-Momente und alberne Sachen und weißt du? Aber bei dem Ding wollte ich wirklich einfach thematisch sehr viel erzählen oder ist dann einfach so passiert, dass die Songs auf einmal für mich sich richtiger anfühlten, die dann rauskamen und ich dann so viel von dem Blabla-Kram ein bisschen aussortiert habe und hast du es wirklich gemacht, ja, weil du hast sehr, sehr viele nachdenkliche Songs drauf, wie Papa weint nicht, ne? Was habe ich noch? Was ich fühle, ich finde, was ich fühle, auch sehr, sehr cooler Song. Mhm. Da erzählst du auf jeden Fall mehr wahrscheinlich von dir als Männlich. Ja. Ja. Wieso sind diese Songs dann letztendlich doch raufgekommen und ein paar hast du weggehauen? Weil ich eben gemerkt habe, dass mir so diese, also ich habe so ganz viele Sachen auch, die so sehr hart waren und sehr moderne, fette Beats, so 808-Kram und dann mit so hartem Rumgeflexe und weißt du, viel zu viele Silben und Wortspiel, Terror und so. Und ich habe einfach gemerkt, die Sachen geben mir nicht so viel wie die Sachen, wo ich irgendwie über irgendwas rede, weißt du? Und einfach merke, wenn ich das Leuten vorspiele, haben die gleich ein Gefühl dazu. Bei dem anderen ist es dann eben so einfach so eine akustische Reizüberflutung. Der Beat ballert eh schon hart und Sammy so, weißt du, 1000 Flows pro Strophe ausprobieren und so. Es war einfach irgendwie so Zeit, einfach mal so
Und ich habe auch, glaube ich, vielleicht die letzten Jahre auch viel einfach 90er-Rap gehört, wo Leute einfach, wo gut Rappen noch anders definiert wurde, weißt du? Heute gibt es dann immer so, als wäre das Sport, so diese technischen Hürden, weißt du? So, und alles muss eben immer derbe Double Time rumgeflext sein. Und ich hatte dann irgendwann das Gefühl so, nee, cool Rappen kann auch einfach heißen, dass man jedes Wort einfach, jedem Wort beim Aussprechen einfach eine krasse Bedeutung gibt, weißt du? Und eben teilweise das auch einfach erzählt, aber ich habe sehr viel mit meiner Stimme da auf diesem Album gemacht und sehr wenig gesungen, aber sehr viel irgendwie einfach. Für die Hooks hast du dir ja genug Leute quasi ins Boot geholt. Mhm, genau, ich habe einfach viel rumgebastelt mit Stimmen und so. Lass uns über das Thema bei Haus am Meer ganz kurz noch reden. Absolut cooler Track in meinen Augen, liebe ich. Ich glaube, es wird auch ein Hit. Jetzt mal ganz so von mir so. Findest du das selber auch? Ist das für dich auch so ein Ohrwurmknaller? Ist auf jeden Fall so der einzige, den wir jetzt auch ans Radio geben und yeah, bei dem sich lohnt, weißt du? Also meine Singles sind Mimimi, Klopapier und Haus am Meer. Und so mit Mimimi und Klopapier, weißt du? Also ich mache mir eh keine Illusion und denke überhaupt nicht an Radio, wenn ich ein Album mache. So. Das war auch einer der Fehler von Männlich, so dass eben die so, ja, ein Traum, die Radio-Single und der Hook ist so schön poppig und weißt du? Das ist einfach nicht so. Ich hatte noch nie, also ich habe ein paar Millionen Tonträger verkauft und noch nie einen Radio-Hit gehabt. Wieso sollte ich das jetzt zu meinem Kriterium werden lassen? Ne? Aber Haus am Meer ist tatsächlich der Einzige, der irgendwie das Potenzial hätte. Weil sowas wie Klopapier und Mimimi, das sind ja alles wieder so gesellschaftskritische Songs eher. Mimimi heißt, glaube ich, warte kurz, ja. Mitbürger als Migrant, ja. Oder? Nee, wie heißt Migrant? Nee, du musst schon das Mimimi. Mimimi. Mitbürger mit Migrationshintergrund. Mitbürger mit Migrationshintergrund, ganz genau. Und Klopapier geht ja auch irgendwie mit Schwarz-Rot-Gold ans Thema, aber Haus am Meer ist so ein Thema, was Sammy Deluxe oder den Herrn Sorge oder den Sammy Sorge ein bisschen mehr definiert, und zwar, dass ich immer mehr wollte. Also mir hat das Haus am See nicht gereicht, ich wollte das Haus am Meer. So. Denn Meer aber mit H, ne? Natürlich. Genau. Manche Leute wissen jetzt gar nicht den Unterschied, die so ja noch und. Nein, dann hat es eine andere Aussage, die Analphabeten. Bist du immer noch der nicht quasi genug haben kann, weil du wolltest halt nie dieser Mainstream-Rapper werden, du fühltest dich wohl im Underground, ja, und jetzt auf einmal hast du aber trotzdem alles erreicht, was man erreichen wollte, und irgendwie reizt es dir immer noch nicht. Was willst du uns sagen, willst du noch die Weltherrschaft an dich reißen? Genau, also nächstes Level Weltstar auf jeden Fall, genau. Also nationaler Star ist jetzt nichts mehr wert in 2016, ich muss jetzt das Weltstar-Ding irgendwann noch knacken. Nee, eigentlich, also heute definiert sich das eben anders, ne? Ich hatte dann eben die Zeit, wo mehr wirklich auch hieß, so ich muss irgendwie jede Woche mir ein neues Bling-Bling-Armband oder einen Ring oder eine Kette mit dem Logo von mir in Gold kaufen. Mhm. Und jetzt ist das mehr dann einfach, wie man auch an diesem Tisch sieht, einfach mehr Output, ne? Also ja. Und nicht gar nicht jetzt so auf Quantität. Ich feiere mich gar nicht wegen meinem vielen Output, so, weil eben, wie ich ja auch, ich kann ja auch zu den Sachen stehen, die nicht so wahnsinnig für mich die Klassiker-Anwärter sind, so. Ja. Aber ich, also heute äußert sich das mehr einfach eher in mehr machen und dadurch aber natürlich auch mehr wollen irgendwie, aber nicht unbedingt immer nur dieses plumpe, die Geldsumme am Ende, sondern einfach irgendwie, ich will einfach mehr erfahren, weißt du, über mich. So, man kann nur lernen, wenn man Sachen wirklich macht. Wenn ich mir jetzt zu Hause vorstelle, wie ist es, wenn ich auch anfange zu singen oder wenn ich dabei geblieben wäre, dann hätte ich es ja nie erfahren, weißt du so, also. Und zu produzieren und Songs für andere zu schreiben und so. Und ich mag das einfach sehr, irgendwie zu wachsen, und mochte es aber auch bei dem Album sehr, mich wieder zu reduzieren und einfach viele von meinen neu erlernten Skills nicht da unbedingt direkt einfließen zu lassen, weißt du? Also wie gesagt, fast nicht gesungen auf dem Album, bis zu gar nicht, und auch viel weniger mich mit der Produktionsseite so aktiv beschäftigt wie bei den vorigen Alben und einfach wirklich Rapper und Texter gewesen. So. Und das war für mich auch sehr befriedigend, aber generell habe ich einfach wirklich, wenn ich nicht so 2-3 Albenprojekte gleichzeitig am Laufen habe, dann ist es für mich so ein bisschen so auf, okay, dann ich glaube, ich sollte mir, weißt du, noch was ausdenken. Ich brauche immer viele Sachen, an denen ich so parallel arbeite, weil manchmal hat man eben genug von dem einen Ding, weißt du, aber noch Lust zu arbeiten, und wenn ich dann irgendwie gleichzeitig noch ein Album für Nena mitschreibe und produziere, dann kann ich, weißt du, natürlich mich dann auf was ganz anderes fokussieren, so, wenn ich keine Rap-Ideen habe, so, dann irgendwie, weißt du, einen schönen Popsong schreiben oder einfach einen Beat für einen anderen Rapper machen oder so.
Ich würde mich am liebsten noch stundenlang mit dir unterhalten, aber du musst zum Abschluss, aber bevor wir zum Ende kommen, noch schnell diese sechs Solo-Alben von dir bewerten. Bewerten heißt, genau, leg sie dir richtig hin. Was muss ich mir noch als Samy Deluxe-Fan noch kaufen, also egal wann, wie, wo? Ich würde einfach echt sagen, die drei Alben, weil es das sind die textlich wichtigen Alben. So, ne? Also ich weiß, manche werden jetzt geschockt sein, weil ich mein meistverkauftes und weißt du, mit Weck mich auf und so, aber ich finde, das ist in seiner Gesamtheit nicht so ein derbes Album, als ich weiß auch nicht, da sind so viele Songs drin. Würdest du jetzt hier auf Platz 1 legen? Das ist einfach mir sogar egal. Das ist dir fast sogar egal. Okay, wir haben 1, 2 und 3 auf dem ersten. Ja. Okay. Das und dann, und die drei sind eben so jeweils so Produkte der Zeit, wo auf jeden Fall ich auch alles irgendwie, glaube ich, so richtig gemeint habe, aber eben noch nicht so viel Plan hatte, es unglaublich richtig zu machen. Mhm. Wobei das hier auch viel besser hätte produziert sein können. Das hier vielleicht ein bisschen besser gemischt hätte sein können. Aber das ist jetzt auf jeden Fall das, was ich so die letzten Jahre immer schon machen wollte. Weißt du, das ist also, das klingt einfach wirklich so wie ein Album, was ich als Fan von einem meiner Lieblingsrapper aus den Staaten auch so, weißt du, von ihm kaufen würde und sagen würde so auf, ey, das ist ein Hammer Jay-Z-Album oder das ist ein Hammer Nas-Album oder was auch immer. Also das ist so, nach solchen Maßstäben ist das entstanden. Das heißt, und die, wir haben hier einfach mal drei erste Plätze und drei letzte Plätze. Genau. Okay. Und am Ende, ne, wie bei Mini-Playback-Show, alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Hallo, aber hallo, hier kommt jeder auch mal ran. Und dann. Ah, naja, dann, Samy, ich bedanke mich recht herzlich für dieses schöne Interview. Ja, danke. Und viel Erfolg, ja, mit berühmte letzte Worte. Dankeschön. BLW. 16 Bars TV heute aus dem Grunewald mit Contra K, Vero und dem kleinen süßen Tuco. Hallöchen. Hi.